Die liebe Shisha-Mutti baut aus dem Topfuntersetzer einen Kopf. Solaris für Füchse, sage ich dazu. Können wir uns angucken. Hallo und Shisha Lavisha. Danke. Shisha Lavisha, Tanja. Um was es sich heute geht, das will ich euch gern zeigen nach dem Intro. Shisha Lavisha. Das mir letztes Mal so gefallen hat, mit euch in meiner Werkstatt, mit euch mal wieder ein bisschen handwerklich zu werken, habe ich gedacht, machen wir doch gleich noch ein Video. Ich bin herausgefordert worden im Live. Digga, das sieht jetzt schon aus wie ein Solaris, oder? Wenn das klappt, ist es einfach ein Solaris. Aber wird wahrscheinlich ein bisschen tiefer sein. Vielen Dank. Er hat doch gemeint, ich soll mal einen Kopf bauen aus einem Blumentöpfchen. Hier ist der. Aber vielleicht einfach so ein Sieb reinlegen oder so und noch ein bisschen aufmachen. Fertig, oder? So habe ich ihn gekauft. Ja, das hat mir ziemlich viel Kopfzerbrechen gemacht, muss ich sagen. Weil ich habe schon gedacht, wo tue ich hier Tabak rein? Wo Depot? Wo, ja... Die Aufgabe war toll, mal wieder ein bisschen mein Hirn anzustrengen. Und einfach voll machen die Kiste. Voll machen die Kiste und Abfahrt. Jetzt ist mir die Idee gekommen. Also erstmal muss ich ja hier unten eine Kopfdichtung reinbekommen. Das machen wir nachher mit einem Schädelbohrer. Obendrauf soll ich glaube, ich würde 100 von den Dingern zerfetzen, bevor ich einen Kopf hätte, der funktioniert. Natürlich der Kalaut passen. Passt natürlich auch perfekt. Das sieht voll gut aus. Jetzt war die Frage, wo tue ich Tabak rein? Und das hat mir echt, ich habe gedacht, muss ich hier was mit zwei Komponentenkleber reinkleben? Muss ich eine Zwischenschicht irgendwie... Weiß ich nicht. Mit Kleber in einem Kopf wäre ich immer sehr, sehr vorsichtig. Ich habe auch noch keinen Kopf geklebt. Hätte ich irgendwie Angst. Zwischenboden. Nee. Und dann bin ich losgegangen und habe gedacht, es gibt hier auch diese Untersetzer. So. Und dieser Untersetzer, den mache ich mir dann oben drauf. Das wird mein kleines Depot. Da habe ich mir schon mal die Löcher... Hä, wild. Okay, aber kriegt man das dicht? ...angezeigt für ein Mehrlochkopf. Habe ich mir schon mal angezeichnet. Und hier möchte ich jetzt dann die Löcher durchbohren. Das dann oben draufsetzen. Passt perfekt, schließt auch super ab. Und oben passt natürlich perfekt noch der Kalaut oben drauf. Ja, und mit diesen Schritten fangen wir jetzt an. Würde ich euch mitnehmen. Und dann gucken wir mal, was ich da so zusammenbastel. Geht's gut, geht's nicht gut? Platzt mir auch gleich der Kopf vor lauter Lochbohren. Aber jetzt würde ich mal anfangen. Freundliche Unterstützung meines Mannes mache ich natürlich... Shisha-Mutti und Shisha-Papa vereint. Der Shisha-Daddy. So ein Ding. Das nicht alleine. Im Hintergrund guckt er schon, ob ich das richtig mache. Jetzt fange ich mal von innen an mit dem Bohrer. Was haben wir hier eigentlich für einen Bohrer? Achter, Sechser müsste es sein. Hier bohre ich mir jetzt das Loch auf. Also ganz vorsichtig und ganz langsam, ohne Druck, habe ich gehört, bohre ich mir jetzt das Loch immer größer. Und nachher kann ich von außen mit dem Schälbohrer dran gehen, dass das Loch größer wird. Aber geht es jetzt gut, geht es nicht gut? Ihr werdet es jetzt gleich sehen. Fangen wir mal ganz vorsichtig an. Ich halte jetzt meinen Mund, weil jetzt wird es nämlich laut. Also das Ganze mache ich wirklich, das kann jetzt auch ein bisschen dauern, ich schneide mir das nachher zusammen. Es dauert wirklich, weil ich nur mit dem Bohrer auf dem Loch das eigentlich reiben lasse. Also kein großer Druck, sondern wirklich nur, ich schab das weg. Besser als den Kopf direkt zu fetzen, ne? Aber das mit den Bohrern und den Köpfen kennen wir ja, ne Gary? Okay, tschüss. Und jetzt kann ich umdrehen und mit dem Schälbohrer von oben. So, mit dem kleinsten fange ich jetzt mal an. Ein bisschen höher aufmachen. Das habe ich euch ja schon mal gezeigt. Die gute Makita ist am Start. Das wird schon. Und auch hier werde ich nur ganz langsam das wegkratzen. Kopf kaputt in 3, 2, 1. Also nicht mit voller Gewalt hier einen auf Drücken machen, sondern wirklich, ich lasse den Bohrer einfach nur in dem Loch kreisen und hoffe, dass es nicht springt. Gemacht habe ich es natürlich wieder mal nicht, vorher ausprobiert, aber ich nehme euch mit. Ach, muss schon ein bisschen schwitzen, weil ich immer Angst habe, es geht mir kaputt, aber so viel haben wir schon. Auf weiter. Puh, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Meint ihr auch jedes Mal, wenn es einen Schlag lässt, jetzt bricht das Ding da in der Hand bei mir zusammen. Also innen platzt schon mal ein bisschen was weg. Das soll mich jetzt aber nicht ganz so stören. Nochmal schwereres Gerät. Erst anmachen und dann... Shisha Daddy hat gesprochen. Yes. Also stecken tut er ja schon fast mal. Fertig. Also noch ein paar Millimeter. Ha, schaut mal, oben steckt er und unten guckt auf jeden Fall schon ein guter Zentimeter, kommt die Kopfdichtung raus auf jeden Fall. Ich würde es jetzt mal so lassen, sitzt auch schön, weil ich mir einfach denke, ich komme jetzt zu nah an diesen Rand hier von innen. Ich möchte mir jetzt den Topf nicht kaputt machen, ich lasse den jetzt erstmal so. Nachher natürlich gut auswaschen, ganz klar. So, dann brauchen wir ja unser Tabakdepot. Da haben wir auch schon mal angefangen, das zu probieren. So, und hier auch wieder ohne Druck, einfach nur reinfressen lassen. So sieht es aus und wie es fertig ist. Da nehme ich euch jetzt gleich mit.
Ja, komm, wir müssen uns jetzt hier nicht 8 Löcher angucken. Mal rein hier die Kiste, ich will den Test sehen. Let's go. Dann hier oben will ich jetzt mein Tabakdepot machen. Jetzt wird alles gut so nämlich ausgewaschen, Köpfchen gebaut und mal gucken, wie weit wir kommen beim Rauchen. Zurück in meiner Schaltzentrale, wie ich ja immer so schön sage, haben wir uns ja jetzt die Löcher gemacht für den Kopfbauadapter. Was ist das denn für eine Pfeife? No joke, ich kenne die Pfeife einfach nicht. Dann haben wir uns oben in unserem Depot, haben wir uns ja die Löcher gemacht. Das seht ihr auch. Verity, ist das Sleeve nicht? Nee, also A, ist das nicht die Bowl von der Verity? Die Base nicht von der Verity? Nee, ist keine Verity. Habe ich mir noch parat gelegt, weil ich denke, die Löcher sind ein bisschen groß geworden. Und da ich ja das eh nicht so mag, wenn die durch, der Tabak durchrutscht und mir das immer ein bisschen verstopft. Naja, ich guck mal. Auf jeden Fall würden wir uns jetzt ein Köpfchen machen. Ah, eine Druka Tupac, ja, das könnte sein. Mutti ist jetzt auch beim Omno angekommen. Die Mutti. Omno, Tanja sagt immer Omno. So alles übereinander setzen, den Omno drauf. Omno. Süß. Die Mutti ihren eigenen Kopf kreiert und zwar... Logo wurde auch noch aufgetragen. Sehr gut. Feier ich. Shisha, Mutti. Das so sieht er aus, mein Köpfchen. Gut, also ich würde sagen, wir bauen uns jetzt mal das Köpfchen. Setz mir schon mal die Dichtung hier rein. Aber sieht relativ tabaksparend aus für ein Mehrloch. Natürlich immer noch schön aufpassen, dass er... Einfach self-made Tornado. Nichts zerdrückt wird. Also ja, da musst Platz. Du, glaube ich, aufpassen. Es ist halt doch ein bisschen empfindliches Material, so ein Ton. Obwohl, dieser Teller, der hat mich echt Nerven gekostet. Also, bis die Löcher da drin waren, war eine Heidenarbeit. Gut, jetzt. Bloody Punch habe ich mir auf jeden Fall schon mal bereitgestellt. Was nehmen wir jetzt? Mit Sieb oder ohne Sieb? Mutti ist nicht so mutig. Ich mache es mit Siebchen. Wie viel Tabak jetzt tatsächlich reinkommt? Schauen wir mal. Wisst ihr was? Ich mache das Sieb doch raus. Das flattert da unten so hin und her. Hat ja gar keinen Halt. Und dann gucken wir doch. Vielleicht kriege ich es ja auch hin. Mal gucken. Es ist ja wieder ein Experiment. Ich habe es natürlich auch vorher nicht probiert. Ihr habt gesehen, der Teller war noch sauber. Mein Töpfchen, eigentlich jetzt hier ein Topf, weil ein Tontopf, aber ein Tonkopf ist jetzt auch, der war auch noch sauber. Also ich habe da jetzt nichts rumgefegt, dass ich das schon mal probiert hätte. Ihr wisst das ganz genau. Ich mache es immer gerne vor euch. Wenn ich mich blamier, blamieren wir uns richtig. So würde das Tellerchen jetzt aussehen mit dem Gebauten. Schön locker, weil ich wirklich Angst habe, dass der Durchzug dann halt natürlich wieder nichts wird und die Löcher verstopft werden. Ich kann jetzt auch nirgends probieren zum Ziehen. Normalerweise mache ich immer, aber es geht nicht. So, den Omno oben drauf. Schön oben drauf setzen. Also ob das dicht ist, das weiß ich ja nicht, ne? Abschließend tut es ja wunderbar. Hole ich mir meine Kohle und dann geht's los. Köpfchen läuft. Ash angeraucht mit 2,5 Cocoration-Kohlen auf dem Omno und mein Tonköpfchen mit Untersetzer. Aber das Ergebnis, ich möchte euch das Ergebnis erstmal zeigen, bevor ich weiterrede. Sieht gar nicht so schlecht aus. Er raucht, es schmeckt sehr gut. Gebaut habe ich ja den Bloody Punch, ich habe es euch gezeigt. Ein leichter Durchzug, muss ich sagen. Das Tellerchen da oben, ja, oh, es wird schon heiß. Also der Teller ist schon gut heiß. Aber ich glaube wirklich, dass man da ein kleines bisschen Luft zieht. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich habe meinen billigsten Kopf ever. Also das Töpfchen hat 1,29 gekostet, der Teller, ich glaube 69 Cent. Und somit bin ich bei 1,98 Euro. 1,98 Euro Kopf. Sehr, sehr cool. Eigentlich top, weil Töpfchen, nee, aber wir sagen Kopf. Ein Topf, der zum Kopf wurde. Ich bin wieder mega zufrieden mit mir, mit meiner Leistung in meinem Keller unten. Das hat sich wieder richtig rentiert, auch wenn ich einen Schnitt machen musste, weil mir das blöde Tellerchen kaputt gegangen ist. Aber ich bin zufrieden. Jetzt bin ich auf eure Kommentare gespannt. Hat es euch gefallen? Ja, ist geil. Das ist doch eine witzige Idee. Kriegt die Tanja auf jeden Fall ein Däumchen nach oben. War ein witziges Experiment.